Der konkrete Anlass, das Buch zu schreiben, war, dass ich mich geärgert habe, weil in einer Talkshow gesagt wurde, Weltverbesserer, sind das nicht Nervensägen? Ich glaube, Christen sind dazu aufgerufen, die Welt zu verbessern. Wir wollen sie doch unseren Kindern hinterlassen und haben unsere Zeit zu nutzen. Ja und Amen sagen, das heißt, so ist es, ich kann doch nichts ändern, was soll ich schon tun? Und ja, als Christ oder Christin begebe ich mich zum Beten und das war's. Für mich ist es so, dass ich denke, nein, mehr als das. Ich will doch was verändern und das Beten verändert, glaube ich, die Welt und das Handeln soll es auch tun. Ganz gern möchte ich ermutigen, dass wir was verändern können. Und das habe ich in meiner Biografie als Westbürgerin ja erlebt, als ich gesehen habe, wie die Kirchen in der DDR auf einmal sich geöffnet haben für Diskussionen, für Veränderung und dazu beigetragen haben, dass die Mauer gefallen ist. Das, finde ich, sieht man hier an der Bernauer Straße ganz großartig. Diese Kapelle steht an einem Ort, an dem eine Kirche gesprengt wurde und die Mauer ist jetzt offen. Dieses Wort Weltverbesserer, das hat ja so ein bisschen einen hämischen Klang. Willst du die Welt verbessern? Für mich ist das eher eine Provokation. Welt verbessern heißt doch, ich finde was vor und wir finden Ungerechtigkeit, Unfrieden, Streit, Zerstörung vor. Und da sage ich eben doch, daran können wir was ändern. Wir müssen uns nicht zurücklehnen und sagen, wir können nichts tun. Also ich bin lieber Weltverbesserin als Weltverschlechterin. Mir ist immer wichtig gewesen, ich bin Pfarrerin im Leben, die biblischen Texte mit unserem Leben und auch meiner persönlichen Erfahrung zu verbinden. Das macht die Bibel ja lebendig, das ist ein Glaubensbuch und das schreiben wir weiter mit unserem Glauben heute. Und deshalb finde ich, das darf nicht abstrakt bleiben, sondern muss was mit dem Leben zu tun haben. Ich möchte Christinnen und Christen ermutigen, nicht nachzulassen, zu sagen, doch, wir können was verändern. Es geht mir schon um Menschen in unseren Kirchengemeinden, in Friedensgruppen, Gerechtigkeitsinitiativen, zu sagen, doch, wir können was tun. Lasst euch nicht entmutigen.